Wir stechen in See hier in der sechsten Folge von einem Resident Evil 4 Remake Let's Play hier bei GameTube mit ganz viel Gelaber in den Zwischensequenzen und absolut themenfremden Kommentaren zu Gott und die Welt. Einem klassischen GameTube Let's Play. Ich seh jetzt schon die bösen Kommentare. Komm aufs Spiel an. Aber jetzt haben wir starten ja gleich mit einer Zwischensequenz. Pass mal auf. Und sofort geht alles kaputt, hier Motor aus. Was hat hier nicht geklappt? Die ganze Arbeit für das Benzin umsonst. Aber die Frisur sitzt. Die Frage ist, wie lange noch? Das sieht so gefährlich aus hier. Wow. Aber ist das jetzt schon Biodiesel, wenn man von so einem Monster gezogen wird? Also. Der Wissing wäre glücklich. Nee, da ist es viel zu wenig am Ende dann doch noch Benzin drin. Das ist viel zu natürlich abbaubar. Außerdem sieht das Monster so aus, als würde es wenigstens irgendwas machen. Oh. Das passt dem gar nicht ins Programm, wenn man wenigstens irgendwas macht. Na, wo ist er? So ein Riesenviech und so ein großes Monster, wo man so denkt, das ist jetzt hier die mega Herausforderung und wahrscheinlich so insgesamt der einfachste Bosskampf im ganzen Spiel. Hast du einen Mordshunger, ha? Der Leon nimmt die Sache auch nicht ernst. Oh, das war aber knapp. Ja, aber das war's halt auch schon, ne? Das ist voll der Riesenseedinosaurier. Mit so zwei, drei schwere Kaulquappe eher, wie es aussieht. Offensichtlich. Und die sind ja bekannt für ihre Feigheit. Feigheit vor dem Barsch. Also ganz unbeschadet haben wir es auch nicht überstanden. Nee. Dann mach das mal damit, das Bäuschen. Aber immerhin, Kapitel beendet. Immerhin. Ja, aber das sind ja dieser erste Kampf im Dorf und auch der Kampf in dieser Schlucht tausendmal schwieriger. Opferlamm, du wirst den heiligen Leib empfangen. Es beginnt jetzt. Schon bald wirst du unserem Bund beitreten. Auf ewig meinen heiligen Segen teilen. Weiß ich zum Beispiel auch nicht mehr, ob man im Originalspiel schon so früh mal diesen, ich glaube, das war ja schon dieser Lord Settler, ob man den schon diese Visionen sieht. Hat. Ja. Also ich glaube, es ist schon irgendwas da, dass man nicht so schnell dann von dieser Kampfszene sofort in das nächste Ding kommt, dass da irgendwas passiert, aber lassen wir mal. Aber hier sehen weiß wir ich nicht, wer hier was von uns will. Irgendein Depp hat uns was gespritzt. Condor One an Basis. Bitte komm. Condor One? Du warst 3 Stunden nicht zu erreichen. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Kommt nicht wieder. Mein tägliches Mittagsschläfchen, 3 Stunden Pause machen. Passenden Schlüssel. Verstanden. Pass auf dich auf. Ende. Ist auch so geil, dass er das, dass er die Finger so ans Ohr halten muss. Ja, vielleicht ist das, sind die Lautsprecher in den Fingerspitzen. In den Fingernägeln. Wie bei Forspoken, wo du auch irgendwie dich verbessern kannst, indem du die Fingernägel quasi upgradest. Er hat ja so Hightech-Handschuhe an. Da ist das irgendwie drin.
Das war überhaupt. Aber ich guck gerade mal, ob er. Nee, die Fingerspitzen sind tatsächlich nackt. Dann sind es halt nicht die Fingerspitzen, ist es halt da. Aber es ist im Handschuh drin, ja. Irgendwie. Und das Gute ist auch, ja? Ja, kein Knopf im Ohr, oder? Mal. Warte mal. Der dreckige Ohren. Zeig mal her. Irgendwo hat man irgendwas sehen. Er kann auf jeden Fall immer noch mit nackten Finger auf angezogene Leute gucken. Nee, es sieht nicht so aus, als hätte er was im Ohr. Das ist ein Dreck vielleicht, aber keine. Siehst du deswegen, das muss im Handschuh sein. Aber man weiß ja auch nicht, woher die Projektion kommt, ne? Stellt er sich vor. Das ist eine Visualisierung seiner Vorstellungskraft. Das ist dann wahrscheinlich so wie irgendwie so beim Telefonsex, dass er sich halt vorstellt, wie die wohl aussieht, die er da anruft. Und am Ende kommt dann so als Easter Egg die Auflösung, wie sie wirklich aussieht. In Wirklichkeit ist sie so eine KI. Ich habe halt so überlegt, wo hat man denn so beim Telefonieren irgendwie jetzt andere Vorstellungen? Was ist denn so ein typisches Beispiel dafür? Das ist doch immer in Filmen, dass dann so die Telefonsex-Leute ganz sexy klingen. Und wenn man sie dann aber sieht, denkt man so, ach, ist jetzt vielleicht nicht das, was man erwartet hätte, sag ich jetzt mal. Wow. Also die sehen dann eher aus wie das hier. Meine Hoffnung ist ein bisschen, dass dieser Laserpointer. Achso, da kommt immer einer raus. Dass dieser Laserpointer eben nicht mehr dieses. Also, dass der quasi immer kritisch zielt. Dass der nicht noch diese kleine Phase hat, die man mit dem Fadenkreuz hat. Dass er von so einem breiten Fadenkreuz in so ein kleines rüberwechselt. Das hat es uns jedenfalls so verkauft. Ja, ne? Deswegen habe ich dir erlaubt, das Brotgeld dafür auszugeben. Wir hätten auch eine schöne Yacht kaufen können, aber nein. Ich habe einen schönen Laserpointer. Was ist das hier? Was mag das wohl sein? Eine Höhle, Leon? Eine Höhle? Kultstätte. Ah, nee, eine Kultstätte. Nicht eine Höhle. Eine Höhle wäre viel zu einfach. Ja, und das ist nämlich das Symbol von dem Schlüssel von der Kirche. Und das halt. Symbol von der Kirche? Genau. Das Geile ist, dass das Symbol von der Kirche halt genauso aussieht wie. Der Schlüssel selbst, also hier, der Schlüssel sieht halt auch genauso aus. Das ist aber auch, es geht ja auch auf die richtige Kirche zurück. Also bei der katholischen Kirche ist ja auch immer so, die schließen ja jedes Schloss mit einem kleinen Christuskreuz auf. Das ist der See. Das weiß man, ist nicht so verbreitet, die Information, aber ich habe das zuerst gehört. Und wahrscheinlich auch zuletzt. Den können wir gut gebrauchen. Dann können wir nämlich ein bisschen diese Altäre aufmachen, die wir immer schon überall gesehen haben. Also, hier möchte jemand ein goldenes Hühnerei haben. Das hätte ich auch das, gerne. Ja, das soll er kriegen. Also, wenn es mir möglich ist, werde ich es ihm geben. So. Also hier sind wir reingekommen, ne? In das. Ich glaube ja. Ich glaube. Jetzt haben wir schon wieder weg. Guck mal, hier kommen wir auch. Nee, da sind wir ja, also da sind wir quasi an Land gegangen. Das wäre ja nur ein Kreis, aber hier ist ein Fisch. Jetzt gehen wir erstmal zwischen. Mit dem Fisch? Essen. Die machen Gesundheit. Fische machen Gesundheit. Hier, sogar ein Riesenarsch. Was für ein Riesenarsch. Das ging doch aber im Original nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich bin nicht mal mehr sicher, ob man eigentlich mit dem Boot auf so viel rumfährt. Ich habe gestern den. Echt erstaunlich, wie wenig ich noch weiß von Resident Evil 4. Das überrascht mich jetzt die ganze Zeit völlig perplex, was da alles passiert in diesem Spiel. Also ich habe gestern beim Max Monsters and Explosions den Game of the Week Stream mit Samara zusammen gemacht. Und also gut, wenn wir jetzt das ausstrahlen, ist es wahrscheinlich schon wieder ein bisschen länger her. Aber für unsere Zeit war es halt gestern. Und ja, da haben wir uns auch an ganz vielen Stellen so gewundert, war das im Original so? Hä, ist das, wie anders ist das eigentlich? Ich glaube, im Detail ist es an vielen Stellen schon sehr anders.
Das Spiel, wo es wirklich mir am meisten auffallen würde, ist irgendwas in Evil 2. Das habe ich am meisten gespielt von den alten. Da. Schon bei Vierer, ganz offensichtlich. Aber beim. Nix hängt. Das 2 habe ich auch mehrfach durchgespielt, das 4er auch nur einmal. Aber beim Resi 2 war ja jetzt eh ein bisschen so das Besondere, dass das ja auch wirklich einfach durch diese neue Kamera und Steuerung ist ja sowieso so ein ganz anderes. Es musste ja ganz anders gebaut werden. Hier ist es ja, hättest du ja theoretisch auch sagen können, wir machen jetzt die Grafik neu, ne? Dann ist aber auch mal genug. Ist auch das, was ich gedacht habe, ehrlich gesagt, dass sie es so machen. Nämlich also so ein bisschen so Dark Souls, Entschuldigung, wie hieß es? Demon Souls. Also 3 Schlangen. Nee, ein bisschen mehr. Also hier und oh bei Dead Space. Nö. So, dann ist das komische Säbel eingesteckt und die Schlange, das Apothekensymbol. Und hier so ein Dreierding, was in der Mitte zuläuft. Ich frag mich, wo bei mir so. Na? Was das entscheidet. Welche Spiele. Weil es gibt bestimmt Spiele, wo ich sagen würde, die möchte ich gerne als Remaster haben, aber bitte unverändert. Einfach so, wie sie waren. Bei anderen ja. ist mir das, glaube ich, relativ wurscht. Ich frage mich gerade, wann ich das so festmache. Ich glaube nicht, dass der gute... Frag es sich doch laut. Aber frag es dich doch laut, dann können wir ja uns zusammen fragen. Ja, der Kopf ist leer. Ich habe es ja gerade überlegt. Die Frage danach war halt gähnende Leere in meinem Kopf. Und ich habe keine Idee, woran das liegt. Ah, das kenne ich gut aus der Schule. Und Spoiler-Alarm, es hat sich nichts geändert. Ja, das ist halt. Ich hab euch schon komplett teilhaben lassen an meinen Gedankengängen. Wir brauchen heute Ideen. Wer hat welche? Und wenn dieses immer so ein Homer Simpson-Bild, wo diese tanzende Kuh da im Kopf von Homer Simpson da so. So ungefähr war das. Nicht mal das hat ja wenigstens noch ein bisschen Musik, aber nicht mal das. Mann. Also hier System Shock ist jetzt ja der Fall, wo ich, haben sie jetzt ja nochmal verschoben auf Ende Mai. Ende Mai, ne? Und auch lustigerweise, die Erklärung war ja für die ganze vorherige Verschiebung, war ja, naja, wir brauchen länger wegen den Konsolenversionen. Ja, jetzt kommt es erstmal nur für den PC raus. Okay, danke. Ja, ich bin da nicht böse, ich habe da irgendwie... Ich auch nicht. Ich warte einfach und mir ist das relativ wurscht. Obwohl, witzigerweise, als ich das Update gelesen habe, habe ich im ersten Augenblick März und Mai verwechselt und dachte so, warum Entschuldigung? Es war doch angekündigt für Ende März. Ja, heutzutage entschuldigt man sich lieber mal für alles. Ach nee, das andere. Nee, und da war es halt so, da machen wir jetzt auch ein paar Sachen, aber da möchte ich eigentlich das hauptsächlich ziemlich originalgetreu haben. Es ist auch relativ originalgetreu. Also, sie hatten ja zwischendurch mal versucht, das ein bisschen so in eine neue Interpretation eher zu schieben. Und das kam ja gar nicht gut an. Sie haben mich jetzt gerade verrannt. Das auch, aber den Ansatz fand ich eigentlich gar nicht schlecht, weil ich habe jetzt die Demo auch gespielt und ich habe auch die Vorschauversion gespielt. Und ich mag es sehr, aber ich bin nicht komplett davon überzeugt, dass dieses so nah am Original dranbleiben wirklich die absolut beste Wahl für die Erfahrung dieses Spiels ist, weil gerade die Architektur der Station und so, ist halt irgendwie aus so einer merkwürdigen Notwendigkeit damals geboren worden. Und als ich die paar Szenen, die man aus dieser erweiterten Fassung gesehen hatte, hatte ich eher so gedacht, ja, das sieht jetzt mehr wie eine richtige Station aus, die irgendwie halbwegs kohärent zusammenpasst und wo auch die Größenverhältnisse irgendwie stimmen. Also das, ich weiß nicht, ob das wirklich so die beste Idee war. Aber an sich, also alles, was ich bis jetzt davon gespielt habe, ich glaube schon, dass das cool wird, wenn sie es nicht irgendwie auf den letzten Meter jetzt noch versauen. Ich frage jetzt wahrscheinlich immer, was man möchte. Möchte man praktisch einfach ein einigermaßen modernes Spiel, was halt auf dem Alten basiert und so ein bisschen das rüberbringt? Gucken wir mal, was hier los ist. Was geht hier vor? Ich dachte kurz, hier kommt ein Dialog, aber ich glaube, jetzt kommt kein Dialog. Naja, in den meisten anderen Spielen ist ja das, was sie da als Blut im Gesicht hat, einfach nur eine von den 35 Varianten für Face-Tattoos, die du da bei der Charaktererstellung auswählen kannst. Das ist ja, aber was ich kann von System Shock möchte, ist eigentlich, dass ich, zwar aus dem historischen Interesse, weil ich das erste nie so richtig gespielt habe, das nochmal haben möchte und dann aber in dem neuen Gewand. Und dann möchte ich halt möglichst die
originalgetreue Erfahrung haben. Das glaube ich. Ja. Das ist dann, glaube ich, der Unterschied. Ja. Also ich glaube, dass man diese originalgetreue Erfahrung gerade bei einem System Shock nicht durch dieses Remake so krass haben kann, weil Teil der originalgetreuen Erfahrung eigentlich bei System Shock auch sehr, sehr doll die Steuerung ist. Weil es halt so ein Kind aus der schon. Vorzeit der etablierten WASD-Steuerung ist. Die sehen so fies aus, ne? Na klar. Na klasse. Voll gegen die Wand gelaufen schon wieder. Da, komm nochmal. So, jetzt auch gefährlicher aus, als ich dann wie bei der Kaulquappe. Spanisch könnte. Die haben gesagt, rücken Sie endlich Ihre Steuererklärung raus. Es reicht mir schon, wenn ich es auf Deutsch höre. Nicht der wahre Horror. Knie dich nieder. Hallo? Das war denen auch immer so. Dieser erste Nahkampf-Finisher finisht die nicht, die Tentakelköpfe. Da muss man nochmal ran. Das war vorhin auch so. Domara hat mir gestern auch einen Trick erzählt, den ich noch gar nicht kannte, aber der sehr, 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 sehr nützlich noch werden könnte, weil ich nämlich immer nicht wusste, was mache ich eigentlich mit den Flashbangs? Wofür brauche ich die denn eigentlich? Weil ich dachte so, naja, von wegen Gegner betäuben, klar, ist auch ein bisschen offensichtlich, das kann man schon machen, ne? Aber die Flashbangs töten tatsächlich diese Tentakel. Also das ist, die machen wirklich Schaden. Das wusste ich nicht. Und jetzt weiß ich es. Und dementsprechend kann ich die Flashbangs jetzt doch mal einsetzen, weil sonst habe ich die in der Regel irgendwie ignoriert, sowas. Aber jetzt sind wir schlauer. Ich hatte mir jetzt die Videos von Counter-Strike 2 angeschaut gestern. Ja, bestimmt auch unser tolles Video, was ich gestern gemacht habe mit... habe ich nicht. Ah, sehr schön. Ich habe nur kurz... jetzt habe ich nicht gelesen, was da lag. Verdammt, egal. Siehst du, die Valve-Videos angeschaut, die drei Stück, die sie gemacht haben. Ja. Weil ich mal sehen wollte, wie das jetzt aussieht und was da überhaupt los ist. Ja, aber dann hast du ja gar nicht die fantastischen Vergleichsszenen gesehen, die du in meinem Video gesehen hättest. Nee, also wer das noch nicht kennt, das lohnt sich natürlich auf jeden Fall, vom Fritz das Gangster-Video anzuschauen. Sehr gut. Du bist so ein typischer, wie so ein typischer Influencer, der irgendwie Werbung für irgendwas macht. Also ja, aber ich kann mich da voll dahinter stellen. Ich habe keine Ahnung. Also, du machst Top-Videos, das ist nicht die Frage. Das hast du schon mal gehört, ne? Hat dir schon mal jemand erzählt? Nein, ist ja nicht so. Ich kenne ja deine Videos, sowas nicht. Auch wenn ich jetzt das nicht kenne. Also du hast jetzt so ein scheiß Video hingerotzt und ich habe das gerade ein scheiß Video. Ich immer nur scheiß Videos hin, hallo? Nee, einmal den Ruf aufbauen, dass man okay Videos macht und danach nur noch Scheiß hinrotzen. Geht aber auch nur eine Weile gut. Man hat es jetzt auch abgenutzt. Hallo, ich bin jetzt im Jahr 15. Ja, aber weil ich jetzt, weil du eben von den Granaten erzählt hast, deswegen kam ich nur da drauf. Ja. Wo sie in einem Video halt die Rauchgranaten vorgestellt haben, die sieht schon cool aus. Ja, also das ist ein geiler Effekt. Wobei es teilweise in dem Video auch ein bisschen übertrieben aussah, wie die Leute durchgeschossen haben und das dann halt so, als würde man durch so eine dicke Masse dann durch so eine Knetmasse schießen. Das fand ich auch ein bisschen übertrieben, gerade wo sie das durchgeschossen haben und dann praktisch die Kugeln da so, dass dann so eine Spuren erlassen haben, die dann durchgucken konntest. Da habe ich mich wirklich gefragt. Ich weiß, für mich sah das nicht realistisch aus. Ja. Ich bin aber auch kein Experte durch den Rauchschießen. Schau mal, jetzt ist hier die Red 9. Die kann ich aber nicht mitnehmen, weil es Inventar ist. Hast du das dann recherchiert für dein Video? Ich bin extra Mitglied einer Counter-Terrorist-Unit geworden. Ich darf euch nicht sagen, welche, weil das ist ja alles geheim. Da müssen ja die Identitäten geheim gehalten werden. Wenn man jemand eine ernsthafte Frage stellt, einmal. Wie soll ich denn das recherchieren? Weiß ich nicht. Ich dachte, du hast jetzt dann, weiß ich nicht, von der Yale University ein Video über Rauchphysik angeschaut und dann zu schauen, ob das alles stimmt. Aber ich kann zumindest so viel sagen, als dass das sehr, sehr wahrscheinlich ja noch ein bisschen getweakt werden wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so bleibt. Weil, ich weiß nicht, ich glaube, sie werden da Feedback kriegen und das wahrscheinlich ein bisschen runterdrehen, weil es halt schon sehr albern aussieht. Also, ja, wie gesagt, das sah für mich übertrieben aus, nicht realistisch. Ja.
Und so prinzipiell die Idee finde ich also ganz cool. Auch von ein paar anderen Sachen. Aber gerade das, wo man so durchschießt und so, das ist, aber ich glaube, da müssen noch ein bisschen dran arbeiten und so. Aber es sieht cool aus, muss man schon sagen, finde ich. Ja. Das Counter-Strike 2. Alles, was wir ein bisschen gezeigt haben, das sieht schon teilweise sehr eindrucksvoll aus. Ich mochte auch dann so die Neuinterpretation noch von den Leveln, die man halt wirklich alle kennt. Da Italy, Aztec und so. Das sah jetzt in den neuen Gewand schon geil aus. Ich habe schon ewig kein Counter-Strike mehr gespielt, aber so ein Counter-Strike 2, glaube ich. Also, eine Weile zocken werde ich das schon. Steht ja. Ich habe gemerkt, dass ich halt viel zu schlecht dafür bin und mich jeder abzieht und dann irgendwann lasse ich es wieder, aber mal reinschauen will ich schon. Siehst du, deshalb fange ich gar nicht erst an, weil ich weiß, dass ich so schlecht darin bin. Ich habe einmal irgendwie, wollte ich mal mitspielen bei den Kollegen bei Valorant, habe wirklich überhaupt kein Land gesehen und ich hatte so 5 Sekunden lang Lust auf Multiplayer. Warte mal, ich glaube, wir geben jetzt erstmal was ab. Und hab's halt instant bereut, weil es war halt ein absoluter Frustabend. Ich war nur noch am Fluchen, das war alles scheiße. Ich wollte nicht mehr. Na, ich war okay in Counter-Strike, ich war nie wirklich gut. Ich war so vielleicht gerade so okayer Durchschnitt, wenn ich eine gute Runde hatte, bei mir halt auch nicht. Aber hat schon Spaß gemacht damals so auf der LAN, so mit Freunden. Aber ich erinnere mich wirklich, dass wir einen Kollegen hatten, einen Freund. Willkommen! Und der war in Counter-Strike so gut. Der hat auf einem ganz anderen Niveau gespielt. Das war so abartig. Der hat gecheatert, ist ja klar. Und das Geile war, der hat dann immer auf der LAN-Party die Auflage bekommen, der durfte nur mit Pistolen spielen. Wir haben alle so fett mit Sniper und Maschinengewehr und Rüstung. Ihr habt quasi gecheatet. Der durfte nichts kaufen. Keine Weste, keine Upgrades für die Waffen, nix, nur mit der Pistole rumgelaufen und hat trotzdem besser gespielt als hier. Ach stimmt, das gab es ja auch noch, Sachen kaufen und Upgrades und tralala. Ja, du hast ja jede Runde, also du hast ja mal Geld verdient. Ja. Und dann konntest du ja immer dann den Helm kaufen und eine Kevlar-Weste und dann halt die verschiedenen Waffen. Mein Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos. Haha, gute Instinkte, Fremder. Ich hab nur angenehme Rand. So, der gelbe rein. Ja, das gibt ja mehr Geld, wenn man die, wenn man das möglichst mit unterschiedlichen kombiniert. Das machen ja die richtigen Juweliere auch. Also, habe ich zumindest mir so in meinem Kopf gerade vorgestellt. Und da wir hier im Internet sind, habe ich mir gedacht, ich behaupte das einfach mal. Was soll schon passieren? Fremder! Ich kann ja am Ende des Videos einfach sehen. Ja, ja, warte mal, wir können jetzt ein bisschen tunen. So, jetzt. Feuerrate, eins hier, hoch. Wie du haben wir gar nicht. Warte mal, wir müssen uns die Dings noch holen, die Shots, aber ich glaube, haben wir nicht jetzt genug Teile für diesen Schatz hier? Da. Im Internet kannst du, das Gute ist immer, du kannst ja Videos, kannst ja alles erzählen und alles behaupten und dich immer als Expertin stellen. Wichtig ist nur, dass du in der letzten Minute noch so sagst, ja, aber ich weiß es ja selber alles nicht so ganz genau, aber so könnte ich es mir vorstellen. Dann hat sich die Sache erledigt. Ah ja, okay, na dann passt das ja soweit. So, jetzt müssen wir hier Rätsel, Kopizel. Das war aber auch mal ein Rätsel. Aber hallo. Naja, da Mario. Götze George raus. Jetzt kriegen wir nämlich noch mehr Geld. Jetzt nehmen wir mal die Shotgun. Ja, gut, das Geld war auch schon fast alle. Ja. Was hast du denn vor mit dem ganzen Geld? Naja, also gestern Abend habe ich hier, gestern habe ich die Red 9 aus dem See geholt und die dann hochgelevelt, weil die kann echt viel Schaden machen. Also das ist schon nicht schlecht. Aber die hat unfassbar beschissenes Zielen. Also es ist wirklich super ungenau. Und es dauert ewig, bis du die quasi fokussiert hast. Also dass das Fadenkreuz klein wird. Von daher. Dass jetzt hier dieses mit diesen Nebenmissionen ein bisschen aufgepimpt haben und mehr Sachen, diesen ganzen Shop. Haben sie auch ausgebaut, oder? Also du konntest auch im Original schon eine ganze Menge kaufen und verkaufen und Upgrades und so machen. Ich weiß es nicht mehr genau. Okay. Ah, nee, scheiße, hier waren wir schon.
Ey, so eine kleine Runde. Ich habe ihn mit dem Boot trotzdem sofort verfahren. Sehr gut. Also da ging schon eine Menge. Ich bin mir halt nicht mehr ganz so sicher, ob das Spiel dir damals auch so deutlich gesagt hat, hey, hier, du kannst übrigens die Waffen verkaufen, kriegst dann auch das ganze, die ganze Kohle zurück. Nee, das nicht. Also bin ich das glaube ich nämlich auch nicht mehr. An sich finde ich das aber gut, weil du halt dadurch ja, eher gewillt bist, mal eine neue Waffe zu kaufen, weil es nicht so ein Verlustgeschäft ist. Und es gibt ja, es ist ja auch sinnvoll, dass das so passiert, weil das ja, ich meine, du wertest das Ding ja auf, das ist ja dann mehr wert. Also warum solltest du nicht auch für mehr verkaufen? Und es hat Boom gemacht. Oh nein, 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 nein. Oh, schau. So, jetzt hier, bevor er sich hier seinen Kopf da rausholt, aus der Schlinge. Heil dich mal lieber. Ja, warte mal. Ah, guck mal, ich habe auch ein gelbes gefunden. Sehr gut. Das heißt, wir kriegen ein bisschen mehr Lebenspower. Schon eine Ampelampulle hier. Zack, und rein da. Diese Kombo mit Messer und Schießen und so und dieses die Leute so ein bisschen ins Taumeln bringen und sowas alles, das finde ich, das war auch bei Resi 4 schon so eine coole Sache. Also es hat so eine tolle Kampfdynamik erzeugt. Besonders wenn du dann durch die durch diese Momente, wo du halt nicht in der Animation getroffen werden kannst, dich quasi manchmal so ein bisschen so durch bestimmte Situationen durchschieben konntest. Weil du manchmal so dachtest, oh scheiße, jetzt stehen hier fünf Leute um mich rum und die spulen jetzt alle ihre Todesanimationen ab. Aber nein, ich habe ja gerade meinen Kick gemacht, also kann ich gerade nicht verletzt werden. Das ist immer gut, wenn man so einen Finisher hat, wo man dann unverwundbar ist währenddessen. Ja. Und das mit dem das Sprengzeug wegzuschießen ist halt auch einfach Gold. Das ist super. So eine Art von Interaktion ist immer super. Der kriegt doch jetzt bestimmt noch einen Kopf. Einer hässlicher als der andere. Das ist die. Kommen nicht die überleben aber einen Nahkampfangriff noch. Mhm. Oh, 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 shit. Alter! Das ist zum Beispiel auch cool mit diesen in die Beine schießen, dass sie dann halt so ein bisschen runtergehen. Die sind auch schon älter, dass das Knie eh so ein bisschen anfällt. Ja, total. Alles ganz morsch. Wenn die aufstehen morgens, das klingt auch alles nicht gut. Hoch und, warte mal, hoch und runter. Was ist das? Augen links und rechts. Und noch ein letztes brauchen wir. Ja? Das sieht. Na, ich weiß, wie das aussieht. Sag es hier aber nicht. So, haben wir uns gemerkt, was war? Also, das Auge war dabei, links und rechts. Das hoch. Das oben runter. Rechts, genau. Und das hier, ne? Das, ja. Perfekt. Es war uns gestern auch aufgefallen, dass die Gegner gar nicht so doll bluten in dem Spiel. Also sie werden zwar so zerfetzt, aber es ist jetzt keine Riesenmengen an Blut. Manchmal ist so eine Blutwolke da, aber es ist jetzt nicht so, dass die so, dass es so ewig doll rumspritzt. Also hier aus der Figur kam jetzt insgesamt mehr Blut raus, als aus manchen von den Gegnern, denen man so begegnet. Auch ein bisschen kurios. Aber das war mir gar nicht aufgefallen, aber Samara war das aufgefallen. Die ja den Test für die GamePro gemacht hat. Ja, die sind auch schon so ein bisschen ausgeleert, ausgemerkt. Ja, das ist halt dann, also fließt das Blut ist auch nicht mehr so. Auch sonst schon nicht. Die schien ja so ein bisschen. Ist das Alter? Da auch um. Ja, schon so. Was sollst du machen, ne? Nicht schlecht, ja? Super gemacht. Und dann kommt halt so ein Jungspund hier an und hier, nicht schlecht, ne?
Ja, Alter, du bist halt auch 30 und die sind, weiß ich nicht, 60 oder... Ich sag mal mindestens 40. Also von daher... Und meine Damen und Herren, die Schmerzen kenne ich. Oh, guck mal, wie verbrannt die auch schon dann teilweise sind. Zwei mit einem Kick. Das ist immer das Beste. Ah, schade, ich hatte gehofft, dass ich sie hintereinander kriege. Aber nein. Ich glaube, einer kriegt nochmal einen Kopf. Durch den Tentakel. Ja, ja. Ja. Echt jetzt? Das ist auch schon ein bisschen komisch. Ich finde so die Sprüche von ihm, die wirken immer so gelangweilt. Irgendwie passt das nicht ganz. Geht das ja halt alles nicht schnell genug. Ich spiele ihm zu langsam. Er meint, wir müssten ja eigentlich schon ernsthaft weiter sein. Immer so echt jetzt. Irgendwie ist das... Das ist Routine. Ich meine, der hat Raccoon City überstanden. Wahrscheinlich. Das ist für ihn alles so... jetzt wirklich hier noch Emotionen. So, warte mal. Ach genau, dann bringen wir den Götzen zurück und dann holen wir uns die, in der nächsten Folge holen wir uns dann die Red 9 noch aus dem See. Aber das erst in der nächsten Folge. Ha, Teaserende. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.